Hallo Welt, hallo Internet. Diejenigen von euch, die dem Kanal vielleicht schon etwas länger folgen, die dürften diesen Raum hier wiedererkennen. Und zwar befinde ich mich hier im Kellergeschoss unseres Neubaus. Wir bauen eben aktuell ein Haus und man kann das ja hier an den Wänden sicherlich noch erkennen. Wir befinden uns auch noch inmitten des Rohbaus. Doch anders als in den anderen Videos hier auf dem Kanal möchte ich gar nicht so sehr auf die einzelnen Bauschritte eben eingehen und den Fortschritt dokumentieren, sondern möchte mich in dieser kleinen Videoreihe, und das kann man vielleicht hier an der Kulisse erkennen, einem speziellen Thema widmen, nämlich den Zentralstaubsaugern bzw. einer Zentralstaubsauganlage. Doch zunächst einmal vielleicht ein paar Worte darüber, was eine Zentralstaubsauganlage überhaupt ist bzw. diese ausmacht. Und das kann man vielleicht am einfachsten verstehen, nachvollziehen, wenn man einfach mal von so einem haushaltsüblichen Staubsauger ausgeht, den die meisten von euch kennen dürften. Da hat man eben ein recht sperriges Gerät, das stellt man irgendwo in die Abstellkammer und im Bedarfsfall holt man das heraus, steckt das in die Steckdose ein und führt das dann halt mit sich mit und ja, nimmt dann mit dem Saugschlauch dieses Geräts dann eben den Schmutz auf. Und im Gegensatz dazu ist so eine zentrale Staubsaugeranlage eben deutlich modularer aufgebaut. Da gibt es zum einen eben das Herzstück, den Zentralsauger selbst. Den installiert man in der Regel abseits des Wohnraums, der Wohnfläche, irgendwo im Kellergeschoss zum Beispiel, im Hauswirtschaftsraum, im Hausanschlussraum, im Technikraum oder auch in der Garage, je nachdem, was die eigene Immobilie halt so hergibt. Und die Idee ist nun, dass man dieses Gerät über entsprechende Saugleitungen mit Saugdosen im Wohnraum dann verbindet. Also im Wohnraum gibt es dann an strategisch sinnvollen Stellen einfach solche Saugdosen, die schauen aus ähnlich zum Beispiel wie Steckdosen. Und daran kann man dann einfach nur einen Saugschlauch anschließen und hat dann im Prinzip nur noch diesen Saugschlauch in der Hand, muss aber kein schweres Gerät hinter sich herführen, sondern hat wirklich nur noch diesen letzten Meter Schlauch quasi in der Hand, der den Schmutz aufnimmt. Aber das Gerät, das den Unterdruck aufbaut, das befindet sich eben an zentraler Stelle, wie gesagt, irgendwo abseits des Wohnraums bzw. der Wohnfläche. Was sind nun die Vorteile einer solchen zentralen Staubsaugeranlage bzw. warum haben im Speziellen wir uns entschlossen, diese zu verbauen? Und da kann man grundsätzlich eben mehrere Dinge anführen. Also man kann zum einen über die Feinstaubbelastung argumentieren. Man hat halt dieses zentrale Gerät und man muss jetzt nichts hinter sich herziehen, was den Staub die ganze Zeit im Innenraum aufwirft und verteilt, sondern der ganze Schmutz wird eben hier zum zentralen Gerät geführt. Der Schmutz selbst bleibt hier ja, in dem Auffangbehälter, im Filter hängen. Und der Rest wird eben, das, was eben nicht gefiltert werden kann, der Feinstaub, der wird tatsächlich auch ins Freie nach außen befördert. Das heißt, der Feinstaub, der befindet sich nicht mehr im Innenraum, sondern wird nach draußen befördert. Des Weiteren kann man auch über die Nachhaltigkeit argumentieren. Dieses System, diese Anlage, die ist ausgelegt für 20, 30 und mehr Jahre. Und es gibt tatsächlich auch Installationen, die bereits so alt sind. Und selbst wenn einzelne Komponenten eben in 20, 30 Jahren kaputt gehen, wie zum Beispiel dieser zentrale Sauger hier, dann kann man im Fall, dass es dafür jetzt ausgerechnet keine Ersatzteile mehr geben sollte, kann man tatsächlich diese ganze Komponente austauschen, kann aber ansonsten die Rohrsysteme und die Leitungen weiterverwenden. Und das steht dann doch stark im Kontrast zu den sonst üblichen Haushaltsprodukten, die man sich soeben anschafft und die dann nach einigen Jahren eben den Geist aufgeben und wo es dann meistens wirtschaftlich sinnvoller ist, eben ja, sich neue Geräte anzuschaffen und die alten landen dann irgendwo auf dem Elektroschrott. Das ist natürlich wirtschaftlich sinnvoll, aber zumindest Umwelt, wenn man die Umwelt im Sinne hat, dann ist das nicht das Beste, was man tun kann an der Stelle. Für uns persönlich steht aber ganz etwas anderes im Vordergrund und das ist einfach der Zugewinn an Wohnkomfort, an Lebensqualität, weil man einfach nicht mehr dieses sperrige Gerät gegebenenfalls sogar über mehrere Etagen hinweg transportieren muss, hinter sich herschleppen muss. Das ist eine ständige Lärmquelle. Man muss sich anbrüllen, man muss sich anschreien, so wie man das halt kennt, wenn man so einen haushaltsüblichen Staubsauger hat. All das fällt dann eben mit so einer zentralen Anlage weg. Wir haben in jeder Etage haben wir die Möglichkeit, und dazu in späteren Videos gerne mehr, Schläuche aus der Wand herauszuziehen. Mit den Schläuchen können wir dann unsere Reinigungsarbeiten durchführen und sobald wir fertig sind, verschwinden die Schläuche auch tatsächlich wieder in der Wand. Stören keinen, sind eben an zentraler Stelle einfach zugänglich und wir können über verschiedene Geschosse hinweg eben einfach staubsaugen, müssen nicht dieses Gerät hin und her schleppen und können uns auch noch währenddessen ganz bequem unterhalten. Im Folgenden möchte ich euch die Anlage, das System eben vorstellen, so wie wir das hier geplant und umsetzen werden. Das Ganze ist von der Firma Favas und an der Stelle möchte ich auch ganz explizit erwähnen, dass das eben eine Kooperation mit dem Hersteller ist und ich dessen Produkte hier vorstelle. Favas bietet eben verschiedene Produkte im Bereich der zentralen Staubsaugeranlagen an. Das fängt eben an bei einfachen Saugdosen und Saugschläuchen, geht dann über Systeme, wo man den Schlauch eben aus der Wand zieht, bis hin zu automatisch agierenden Saugrobotern, die dann eben den Schmutz automatisch aufnehmen und auch automatisch entleert werden.
Wir für uns haben uns eben ganz explizit für diesen Hersteller entschieden. Zum einen, weil es da eben schon eine lange Historie gibt, weil es den schon lange gibt, weil man diese Teile eben nach wie vor beschaffen kann und das Ganze eben zukunftsträchtig ist. Zum anderen wurden wir aber auch bei der Vorabplanung sehr gut unterstützt. Also man wird da anhand seiner Grundrisse zur Hand genommen. Da wird eingezeichnet, wo man was installieren könnte. Man spricht das Ganze durch und dementsprechend vermeidet man einfach jetzt ganz große Fehler bei der Planung bzw. bei der späteren Installation. Und zum Dritten, und das ist das Schöne, man kann all diese Komponenten eben in Eigenleistung installieren. Also man bekommt quasi, nachdem man da eine entsprechende Bestellung aufgeteilt, diese Komponenten, kann die dann in Eigenleistung auf der Baustelle verbauen. Wenn man jetzt handwerklich nicht ganz unbegabt ist, ist das jetzt auch kein Hexenwerk. Und dadurch kommt man eben recht kostengünstig. Im Prinzip ergeben sich dann nur die Materialkosten an eine Zentralstaubsaugeranlage. Falls auch ihr Interesse an einer Zentralstaubsauganlage dieses Herstellers habt, beziehungsweise euch halt gerade in der Planungsphase bzw. beim Hausbau befindet, dann könnt ihr euch zum einen über die Webseite www.favos.de Informationen zu den Produkten, Optionen und Möglichkeiten einholen. Zum anderen könnt ihr euch aber auch direkt an den Hersteller wenden. Planung@favos.de wäre die E-Mail-Adresse hierfür. Und dann könnt ihr euch eben ganz unverbindlich ein Angebot einholen. Idealerweise, beziehungsweise in meinem Fall war das so, dass man da auch gleich seine Pläne mitschickt, seine Grundrisse, und dann kann halt der Hersteller da gleich einzeichnen, an welcher Position eben die Produkte idealerweise platziert werden sollten. Man profitiert auf diese Art und Weise halt einfach vom Erfahrungsschatz des Herstellers, der das Ganze eben schon öfters verbaut hat, hat eine gute Gesprächsgrundlage für weitere Gespräche und kann dann eben auch sehen, wo die Reise finanziell hingeht. Auch wir haben uns erst relativ spät dazu entschlossen, ein solches System zu verbauen. Zum einen sind wir erst relativ spät auf den Hersteller aufmerksam geworden. Zum anderen bin ich auch davon ausgegangen, ehrlicherweise, dass das deutlich teurer ist, als es nun der Fall ist. Wenn man das eben in Eigenleistung macht, dann ist das dann gar nicht mal so teuer, wie man annehmen könnte, möchte ich damit sagen. Jedenfalls waren bei uns die Planungsarbeiten schon abgeschlossen. Ein Großteil des Rohbaus stand schon. Erst dann sind wir mit dem Hersteller in Kontakt getreten. Aber die Planung, die Bestellung, die Lieferung, all das ging eben super schnell. Ist jetzt hier auf der Baustelle. Wir haben damit begonnen, die ersten Teile eben einzubauen. Und das werde ich euch in weiteren Videos dann auch nochmal zeigen im Detail, wie man eine solche Anlage installiert. Beziehungsweise auch irgendwann dann mal hoffentlich das fertige Resultat und wie die sich dann eben im Alltag anfühlt und funktioniert. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag. Bis bald. Ciao.